Und wenn wir jetzt versuchen, gemeinsam den Transfer wieder auf deutschen Boden zu legen, gibt es da ja auch einige Anknüpfungspunkte. Ihr hattet ja im Laufe eurer Inputs schon einige Gruppen erwähnt, die besonders von Diskriminierung getroffen sind in diesen Zeiten. Wenn wir das vielleicht weiterspinnen, welche sind die Gruppen, die unsichtbar gemacht werden, die besonders hart getroffen werden? Und wo sind noch Lücken auszumachen im Hinblick auf Rassismus im deutschen Kontext, vielleicht auch im Migrationskontext? Ja, Das waren alle. muss man aber überlegen, ne? Ja, also für mich persönlich, ich kann vielleicht ein bisschen was erzählen dazu, weil ein Freund von mir, der wohnt in einer Unterkunft, das ist in Frankfurt oder irgendwo in München, und er hat mir gesagt, von denen hat einer dort Corona und deshalb ist dort alles zugesperrt und dürfen die nicht einfach raus. Aber die haben keine Hygiene oder Desinfektion oder Masken. Deshalb müssen die immer dort bleiben. Und zurzeit ist es total Katastrophe, dass man einfach nicht raus darf, einfach nur im Unterkunft bleiben muss. Und das ist einfach auch, finde ich, auch total diskriminiert, weil sollten die einfach dort die Sachen bringen, damit die auch deren wie sagen wir das, Hygiene oder Desinfektion oder Masken auch haben. Aber das ist so wie quasi, die haben denen einfach total vergessen. Und das ist auch also einfach nicht toll, hier, also hier in Bayern. Das ist einfach nur diskriminiert auch. Ja. Weil was passiert auch in Griechenland, haben wir auch oft in Deutschland gesehen. Das ist so wie meine Erfahrung persönlich selber. Ich habe in einer Unterkunft gewohnt. Das war im Kirchzion, Landkreis Ebersberg. Und da waren wir über 300 Menschen in einem Turnhalle. Und das war auch sehr schwierig, ja schon damals. Und wir hatten nur zwei Toiletten und mussten wir die zwei Toiletten einfach teilen mit 300 Personen. Und die Fenster, die waren immer zu und die Security, die wollen gar nicht das aufmachen. Und wenn wir sagen, hey, bitte, wir bekommen keine Luft, konntet ihr die alle Fenster einfach aufmachen? Sagen sie nein. Das tun. Und viele Leute Grauen. sind dort krank geworden und ich habe oft auch krank, weil für mich Hygiene und Luft ist wichtig. Aber wenn ich mit schmutzigen Sachen sehe oder einfach schlechte Luft oder so ausatme, das macht mich Problem und ich bin nicht daran gewohnt. Da hatte ich wirklich eine schlechte Erfahrung gehabt und das hat auch mit Diskriminierung zu tun, weil wir haben nicht reagiert, auch so unsere Möglichkeit zu denken oder. Danke fürs Teilen, Cher. Ja, gerne. Vielleicht kann ich da gleich auch noch ein bisschen anknüpfen. Also wir haben mit vielen Behörden geredet, haben immer versucht zu gucken, was passiert tatsächlich, ja, was machen die Behörden, wenn, ja, eben auch in Bezug auf Flüchtlinge, auf Leute an den Rändern in prekären Situationen, und haben ja auch einiges an Kritik geübt und die Staatsregierung verklagt und Strafanzeige gestellt und so weiter, weil sie eben nichts tun oder zu wenig tun. Wobei wir auch immer sehen, okay, es gibt Behörden, die bemühen sich, ja. Es gibt Behörden, die bemühen sich und machen jede Menge Mist, ja. Aber es gibt auch welche, die das, und erstaunlicherweise eine Behörde, die eine sehr harte Ausländerbehörde hat, ein Landkreis, die haben das eigentlich, finde ich, ganz gut hingekriegt, tatsächlich rechtzeitig eine Unterkunft freigemacht, um dort Infizierte oder Kontaktpersonen unterzubringen. Die Leute irgendwie auch mit Unterstützung der Wohlfahrtsverbände versucht zu verlegen, so dass es auch, dass die Leute ihre Kindergartenplätze, Arbeitsstätten und sonst wie was erreichen konnten. Das war eigentlich tatsächlich in manchen Orten ganz gut und dann andere Stellen tatsächlich einfach eine große Katastrophe. Ja. Wo ich tatsächlich auch nicht so richtig weiß, wie können wir
wie können wir hier Einfluss nehmen? Also wir sehen schon, wir haben Tipps gegeben, wir haben gesagt, irgendwie, liebes Innenministerium, macht doch das irgendwie mal so oder macht da mal ein bisschen Dampf und macht da mal was anderes. Und wir haben einige unserer Vorschläge auch aufgegriffen. Aber ich glaube tatsächlich, wir haben eine Situation, die auch, also in Bayern wurde ja Katastrophenfall ausgerufen. Ja, wir haben eine Situation, die eine definierte Krise war, ja, wo auch Krisenstäbe gegründet worden sind. Alle Landkreise, alle Städte, sonst was hatten ihre Krisenstäbe. Ja. Da waren dann die Behörden dabei, da war das Technische Hilfswerk und weiß nicht was, vielleicht auch noch die Caritas oder so. Ja. Und das wäre vielleicht tatsächlich eine Möglichkeit, um Geflüchteten oder auch anderen Gruppen mehr Sichtbarkeit und mehr Aufmerksamkeit zu geben, dass man entweder in diese Krisenstäbe Leute, Betroffene, Geflüchtete eben mit reinnimmt und sagt, wir laden euch hier ein und sagen, okay, wenn wir mit Geflüchteten was machen, wie sollen wir das dann machen? Ja? Das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, glaube ich, mehr Sichtbarkeit und mehr Aufmerksamkeit tatsächlich für Randgruppen herzustellen, wenn diese Krisenstäbe eben nicht nur über Flüchtlinge, über Personen in Unterkünften und so weiter diskutieren, entscheiden und sagen, das müssen wir jetzt so und so machen, sondern tatsächlich irgendwie von vornherein diese Personen mit einbezogen werden in Entscheidungsfindungen, in die Diskussion über Perspektiven. Das fände ich so eine Möglichkeit, wo, weil ich denke, das ist jetzt nicht alles nur böser Wille oder so. Ja, das ist nicht notwendig Rassismus in dem Sinne, dass die Leute auf der Behördenseite sagen, das sind jetzt alles weiß ich nicht, minderwertige Leute oder sonst was. Ja, aber ich denke, dass sich da viel einfach in den Praktiken so einspielt, dass sie dann letztendlich zu einer Praxis kommen, die genau das macht. Ja, die irgendwie, dass manche Leute mehr Interesse bekommen als andere und bei manchen Leuten mehr Rücksicht genommen wird als bei anderen. Ja. Und wir zu so einer Situation kommen. Also dein Vorschlag ist eigentlich ein partizipatives Modell, oder? Verstehe ich das richtig? Also sozusagen in die entsprechenden Stellen, Gremien, Arbeitskreise, wie auch immer, da auch ein Stück weit mehr. Dass sie sich öffnen gegenüber eben auch denen, über die sie bestimmen letzten Endes. Ja? Oder dass die Definition, dass die Entscheidungen tatsächlich gemeinsam getroffen werden nach Möglichkeit und nicht die einen über die anderen und deren Konsequenzen. Also wenn wir bestimmen, was sie machen und wer die Konsequenzen trägt, der muss irgendwie zumindest auch gehört werden. Dankeschön. Vassilis, möchtest du auch noch etwas dazu sagen? Nein. Okay. Doch, ich kann doch. Also du machst gerade mal. Wenn wir Zeit haben, dann nicht, selbstverständlich. Nein, also schnell und dann, genau, doch, du hast gesagt. Ich wollte nur einfach noch hinzufügen, dass gerade in Zeiten der pandemischen Krise haben wir gezeigt, dass wir nicht alle gleich sind. Und nicht alle gleich gegenüber der Pandemie, gegen dem Virus, sondern wir sind nicht alle gleich, weil wir ungleich gemacht werden und ungleich behandelt werden. Und da gibt es in der Tat in Deutschland eine große Abstufungsmaschinerie, die daraus tatsächlich ein System flexibler Diskriminierungsraster macht. Das haben wir alle gesehen. Ich glaube, ich möchte nur noch über eine Gruppe reden, die sehr selten zum Gegenstand der Diskussion in Zeiten von Corona und Migration thematisiert wird. Es sind selbstverständlich die transsexuelle Sexarbeiter mit und ohne Migrationshintergrund, beziehungsweise Bi und Pox und was du mit allen möglichen XXX. Diese Leute sind, die, wenn man will, kumulativ gesehen, ganz unten in der rassistischen Skala Deutschlands. Die haben keine Lobbys, die werden auch nicht so leicht Lobbys haben. Und selbst wir, die gut gemeinten sozusagen Multiplikatoren, was ihr wollt, mit oder ohne Migrationshintergrund oder mit und ohne BIPOC-Hintergrund, wir neigen dazu, sie aus keine Ahnung warum, weil wir wahrscheinlich zu wenig damit zu tun haben, sie zu vergessen.
Und eine andere Gruppe ist selbstverständlich auch die ganz normalen alleinerziehenden Mütter in der Migration. Das heißt, die absolute Mehrheit, unsichtbare Mehrheit von alleinstehenden oder gelassenen, ist wichtig, Frauen in der Migration und nach der Migration in Deutschland und in Europa, die gerade in Zeiten der Corona in mehrfacher Hinsicht belastet sind und extrem unterrepräsentierbar und repräsentiert auch sind. Wir können sozusagen, dass es wäre gut, wenn wir sie auch, wenn wir nicht vergessen, sie einzubeziehen, beziehungsweise wenn wir aktiv dafür sorgen, dass deren Belange auch zur Regularität, zur Normalität unserer Antirassismus-Überlegungen.